Machen. Ich hoffe, das Bild ist in Ordnung. Hallo erstmal an alle, die mir zuschauen. Astelios. Und neben heiße ich eigentlich André. So. Raus. Wird aber auch Zeit. Ja, nö. Wir können direkt die Vault verlassen. Und ja. Danke, dass Sie sich für Vault Tech entschieden haben. Raus geht's. Fällt mir ein, ich muss noch meinen Mod einstellen, den ich benutze. Das machen wir ganz kurz. Da muss ich jetzt Inventar unter Diverses. Da habe ich ein Interface, also eine Einstellungsmöglichkeit. DynaVision, ganz neu. DynaVision ist ein Dev auf Field Generator, so gesehen. Hat. So, auf Dynamic spiele ich mit einer Blur Strange von 70, ich glaube 90 ist Standard. Ich mache es ein bisschen runter. Mit einem Focus Speed von 4. Recht zügig. Jetzt sehe ich auch schon ein bisschen mehr in der Ferne. Ist ein cooler und kleiner Mod. Aber da kann ich auch noch später drauf eingehen, wenn ihr möchtet. Gegen Strahlenerkrankung, also Vorbeugemedikament. Und das Impex. Ah. Die haben es wohl nicht geschafft. Ja, nochmal zur Erinnerung, ich habe gerade meine Frau verloren. Gerade ist mal dahingestellt, ich habe keine Ahnung, wann das war. Jetzt gerade halte ich für unplausibel. Das werden wir bestimmt noch herausfinden. By the way, das ist gegen strahlende Erkrankung. Die Kamera, vielleicht kann ich die Linse für ein Feuer benutzen. Nehme ich mal mit. Sicherung Libyen. Ne? Ja, warum nicht? Ein bisschen by the way. Ich hoffe, es geht hier mit der DynaVision, dass ihr das alles ordentlich ankommt, dass der Stream auch ordentlich läuft. Oh, was zu essen. Bram. Dosenfleisch. Ventilator. Ein Messer. Funktion. Das kann man immer gebrauchen. Ein Kronkorken. Aber nehme ich mal mit. Oh, ich hoffe, mich hat jetzt nichts gehört. So einige nicht geschafft, rechtzeitig in die Vault zu kommen. Oh, Blume. Nimm die mal mit. Oh mein Gott. Ich traue mich gar nicht mein Zuhause anzuschauen. Das ist
emotional so. Oh. Das macht mich alles so traurig. Nein. Hier will ich nicht bleiben. Ich gehe einfach. Hier werde ich nicht bleiben. Nein. Das tue ich mir nicht an. Hier habe ich früher gelebt. Oh, eine Feuerstelle. Komm. Oh, ich höre was. Wieder verlassen. Ja. Ja, ja. Deswegen kann ich bleiben. So. Das war sonst noch das Fatzmenü gewesen. Aber. Nee, hier bleibe ich nicht. Schnell weg hier. Ja. Das nehme ich mit. Nehme ich alles mit. Was mit dir? Nimm mal deine Klamotten. Du wirst doch bestimmt schwimmen gehen, oder? Immer schwimmen. Oh. Dann nicht. Gleich erstmal ein bisschen umziehen. Raus aus diesem blauen Fummel. Welche Disteln? Ja, vielleicht kann ich mir einen Salat machen damit oder so. Hey, komm mir nicht zu nah! Wer bist du denn? Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Im Busch stehen. Hast eine Ladung Flöhe an Bord, was? Okay, lass uns zusammenbleiben. Der schöne braune Augen. Ich nenne dich Dogmeat. Was gefunden? Wo bist du? Ja, ich komme ja schon. Ach, da. Du suchst wohl Sachen für mich, wa? Ja, okay. Dankeschön. Sehr gut gemacht. Hey. Wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Oh, du kannst Männchen machen. Bist ja ein ganz feiner. Wer hat dir denn das beigebracht? Da läuft ein Radio. Oh, was zu essen. Ja, okay. Oh, okay. Das hört sich aber nicht gut an. Ihr Schweine, was seid ihr denn? Kann Tür öffnen. Was hat der Maulwurfsratten? Ihr seid ja mal richtig hässlich. Komm. Okay. Auch hier ein Mod, andere Bluttexturen habe ich drin. Was das? Oh je. Die haben mich gebissen. Schon ordentlich Lebenspunkte verloren. Spachtel hatte der dabei. Die Maul. Also der. Das. Die. Das machen wir fertig, das Vieh. War daneben.
nicht rein. Oh, vielleicht ein bisschen besser als Kakerlakenfleisch. Mausesrattenfleisch. Okay. Okay. Bostenjugel. Oh ja, ganz kurioses Radio. Oh, hier ist eine Feuerstelle. Ja, an solchen Feuerstellen kann ich mir was zu essen machen. Zum Beispiel hier mein Kakerlakenfleisch, was ich gesammelt habe. Das grillen wir mal schön lecker. Yummy. Es gibt sogar Erfahrungspunkte für alles, was man macht hier im Spiel. Da haben wir noch was vom Hundefleisch, was ich gesammelt habe. Maulwurfsratte. Ja. Ich glaube, hier niste ich mich erstmal ein. Hier habe ich einige Werkbänke. Hier für Medizin, und Drogen und Granaten, glaube ich, kann man auch irgendwie Sprengstoffe dran herstellen. Hier haben wir eine Rüstungsschmiede. Ja, eine Kochstation und eine Waffenwerkbank. Und hier ist noch eine allgemeine Werkbank. Der Workshop, so gesehen. So. Hier kann ich Objekte, Gebäude etc. in der Nähe anbauen, anpassen und entfernen. Ja, dann habe ich hier diesen grünen, hübschen Baubereich. Und kann natürlich mit meiner Umgebung besser agieren. So, ich habe die DLCs Wasteland Workshop drin und auch das DLC Automatron. Vom Automatron werdet ihr nicht viel sehen erstmal. Das geht erst ab Level 15 los und ist sehr schwer für niedrigen Level. Von daher, ja, schauen wir erstmal. Ah ja, ich war im Level-Up, ne? Level-Up, noch Klamotten bekommen. Da wollte ich mich doch mal umziehen. Die Kleidung, das sind Gammler. Supp. Angezogen. Bup, 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 bup. Das ist Mittel, das ist schnell. Ich nehme lieber das Springmesser. Auf Q kann ich Hotkeys festlegen. Das kommt auf die 1. Und du, Hampel, kommst auf die 2. Und du, Hampel, dich brauche ich nicht. So. Schauen wir erstmal. Haben wir Hunger? Haben wir Durst? Was haben wir? Ich bin müde. Ja, ich bin etwas müde. Und ich stehe total unter Adrenalin. Also, so ein bisschen Dumping, ey. Uiuiui, aber habe ich hier überhaupt ein Bett? Kann ich hier irgendwo schlafen? Oder muss ich mir erst eins bauen? Was sieht er? Ich glaube, hier baue ich mir ein Bett rein. Was haben wir hier? Kronkorkenvorrat. Das gucke ich mir gleich mal an. Ah, Jet und Buff aus. Vergoldetes Sturmfahrzeug. Was ich jetzt nämlich nehme. Shine or die. Ich hätte gerne wissen, was. Ist das ein Rätsel? Ich weiß es nicht. Also hier würde ich mir gerne ein Bett noch reinstellen. Ich glaube, die Heizung geht hier sowieso nicht. Ich kann nicht das Stahl davon benutzen. Dann verwerte ich mal hier diese Heizung. Fließend Wasser wird es hier sowieso nicht geben. Irgendwo in der Pampa. So, ein Bett brauche ich. Reicht auch ein Schlafsack, oder? Ich habe so ein bisschen Stoffe, also so Geld zum Beispiel, Papier und sowas, was keiner mehr braucht. Kann man ganz gut zum Umbau benutzen. Ja, komm, ich baue mir hier. Ich muss das hier erstmal alles verarbeiten, ey.
habe hier aber Strom, glaube ich, anscheinend. Ein bisschen oder so. Hier ein bisschen sauber noch. Wenn ich hier gerade beim Schlafen, das finde ich irgendwie ein bisschen eklig. Halben Kopf hier raus. Ja, ich habe mich umgezogen, wie gesagt. Ich habe jetzt diesen Gammler-Zeug an, was ich vorhin gefunden habe. Ich hoffe, der Mann hatte keine ansteckenden Krankheiten. Tür zu. Und ich bin müde. Ja, das ist auch die einzige Möglichkeit zu speichern im Survival Mode, dass ich schlafe. Es ist ganz kurios. Ja, schlafen wir mal ein Stündchen. So, da haben wir gespeichert. Ich bin noch immer müde. Ausgetrocknet bin ich jetzt auch noch. Oh je. Ich brauche Wasser. Ich bin ganz ausgetrocknet wach geworden. Ja, danke, Hund. Mach mir mal die Tür auf. Ja, Wasser brauche ich. Das heißt, ich muss mir Wasser bauen. Jetzt verdurste ich hier noch. Ich brauche Beton. Beton, 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 Beton. Was kann ich hier als Beton benutzen? Beton? Irgendwo hier. Beton? Hallo? Ist da was drin? Ja, Gift. Das möchte ich nicht trinken. Ich brauche Beton. Beton, Beton, Beton. Beton, Beton, Beton. Hallo, Beton. Was ist alles hier noch meins? Ich werde wohl noch eine Menge Beton brauchen. Ich habe ja schon mal ein bisschen Fallout gestreamt. Könnt ihr sehen, in Highlights, aber auf niedriger Qualität. Da hatte ich noch nicht mal einen neuen Prozessor drin. Ich habe jetzt einen FX8350, vorher nur einen 4100er gehabt. Von AMD. Und ich brauche Beton. Da habe ich extrem viel Beton verbaut. Da gab es den Survival-Mode aber auch noch nicht. Deswegen habe ich komplett neu angefangen, um das halt nochmal komplett zu erleben und auch ein bisschen was zu zeigen und zu testen, damit ich weiß, was zu tun ist. Ich brauche Beton, verdammt. Gibt es hier nirgends so Beton? Hier muss doch irgendwo mal ein Betonblock oder irgendwas. Irgendwas muss hier da rumliegen. Weißt du was? Ich gehe jetzt am Fluss und trinke da was. Das geht ja mal gar nicht. Was soll ich machen? Ich habe keinen Beton. Ach, du bist das. Was ist das? Welche Beeren? Den nehme ich mal mit. Strahltiste. Oh, oh, oh. Uiuiuiui. Da muss man aber aufpassen mit der Radioaktivität. Das hilft vielleicht ein bisschen gegen den Durst. Aber Radioaktivität dafür in Kauf zu nehmen ist eine scheiß Angelegenheit. Ich schau mal kurz, ob ich hier noch irgendwas Betonmäßiges finde. Forschungstour. So gesehen. Das ist ein altes Klo. Habe
nämlich keinen Baumodus. Kommt noch dazu. Ich glaube, hier finde ich keinen Beton. Lecker. Alles sehr lecker. Nee, also ich glaube... Nein, das ist noch immer viel zu emotional für mich da jetzt. Oh nein. Ich sträube mich. Nee, nee. Da gehe ich lieber nochmal... da bleibe ich lieber bei dem, was ich habe. Ich habe hier was gefunden. 38er, selbst und ein improvisiertes Gewehr. Ja, okay. Guck ich mir an. Ein Impro-Gewehr. Da. Und eine Impro-Pistole habe ich auch schon. Das Gewehr wollte ich. Und ich wollte Level Up machen, ne? Das machen wir jetzt als erstes. Level Up! Ja, das ist das neue System von Fallout 4. Früher sah es anders aus mit Prozenten und dies und das und jenes. Jetzt ist alles anders. Auf sie. Okay. Also was wird mir jetzt zum Überleben? Ich glaube hier den Bleimagen erstmal, damit ich weniger Strahlung aufnehme. Das klingt ein bisschen plausibel. Ich mal. Ich verrecke. Aha, ich habe Bleimagen, das gilt. Damit ich mich nicht allzu sehr verstrahle. Wenn ich hier was esse, was trinke. Und jetzt bin ich noch immer müde. Ich kann das alles noch gar nicht fassen. Oh mein Gott. Also, ich bin im Prinzip kein Fallout-Newbie in dem Sinne, sondern eher ein Fallout-Veteran. Auch Fallout 4, schon weit über 400 Stunden gespielt. Aber noch nie durchgespielt. Ganz ehrlich gesagt, ich fange immer an und verwerf das dann hinterher irgendwann, weil ich irgendwas, keine Ahnung, weil mich hier kurz reitet, sag ich mal. Diesmal ziehen wir es aber durch. Wir spielen dieses Spiel durch, bis zum Erbrechen. Jeder Winkel muss erforscht werden. Und ich möchte jetzt ein bisschen pennen. Ich muss jetzt ein bisschen pennen. Ich werde mal ganze 4 Uhr Nachmittag, sagen wir, ne? Da kommen 16 Stunden kann man doch schon mal schlafen, ne? Nach dem Kryo-Schlaf. Ich bin ganz... Du kannst nicht länger als 5 Stunden auf einer Ringmatratze schlafen. Okay, ich werde mitnehmen, mach wach. Wieder regnet. Ich muss jetzt den Mund aufhalten, damit ich das regnet. Boah, ich mach doch nicht die Tür zu. Die wieder auf, blöder Hund. Ich hab Hunger. Das kommt noch dazu. Ja, ich hab mir mal was gegrillt, als das Wetter noch schön war gestern. Dann essen wir mal die Köterkeule. Und noch etwas Radkakerlake. Gut, jetzt bin ich satt. Das ist atmosphärisch. Auch da jetzt wieder eine Mod zu erkennen von mir. True Storms habe ich an. Geiles Mod für hochimmersives Wetter. Ich muss mir ein neues Bett bauen, damit ich hier weiter schlafen kann. Jede Tageszeit ist so gut wie jetzt.
lagere ich den Schlafsack erstmal ein und bauen uns ein Bett, ein richtiges. Ich habe ein bisschen Stahl und Stoff noch auf Lager. Hier so gesehen den MacGyver des Wastelands. Darauf schlafen wir jetzt. Es ist 9:30 Uhr nachts. Und es regnet tierisch. Da will ich mich nicht mal mit Level 2 irgendwo hinwagen, weil dann bin ich schneller tot, als ich gucken kann. So. Ich bin gut ausgeruht. Hier kann ich besser drauf schlafen als auf einem Schlafsack. Das Wetter ist zwar noch immer nicht schön, aber es beruhigt sich langsam. Was haben wir alles für Probleme? Ich bin ausgetrocknet. Mal wieder. Schauen wir uns mal den Unterschied vom Bleimagen an. Ich habe das zwar erst auf Level 1, aber... gucken wir uns mal an. Inwiefern das jetzt... die Strahlung reduziert, die ich jetzt zu mir nehme. Oh, das geht. Weniger als 1. Also, das ist schon ein Unterschied, ob man 30 oder 1 kriegt. Gut angelegt. So überlebe ich auf jeden Fall erstmal. Bis ich meine eigene Wasserquelle habe und das... Aber das, das Spiel hat halt aber auch einen starken Fokus aufs Bauen und so, und das ist eigentlich schon ziemlich cool gemacht. Würde ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Tipps und Tricks verraten, wie man nicht angegriffen wird, beziehungsweise wie man auch Angriffe provozieren kann. Aber ich will ja auch gerade gar nicht angegriffen werden, deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass ich hier keine Wasserquelle stehen habe. Aber sowas lockt nur unliebsame Gesellschaft an. Ich fühle mich aber trotzdem noch immer nicht wirklich gut. Zwar wird mir hier nichts angezeigt, aber meine Lebenspunkte sind halt schon ein bisschen reduziert. Was bringen denn die höheren Level dann vom Bleimagen, wenn eins schon so cool ist? So. Nächster Rang. Nimmst noch weniger Strahlung erstmal. Nimmst keine Strahlung auf. Okay, das geht dann hoch bis. Ich kann alles auch roh verzehren und so. Aber ich finde, so reicht das dann eh auch erstmal. Ich will ja nur ein bisschen was trinken können, oder ich verreck. So. Dann wollte ich mir mal hier meine Waffe angucken. Beziehungsweise die hier. Die brauche ich nicht. Nimm mir auseinander. Nehme ich auch auseinander. Davon nehme ich auch einen auseinander. Also Zeug nicht mehr rumschleppt. Und davon nehme ich auch einen auseinander. Eiskalt. Kann ich irgendwas bauen? Mir fehlt Aluminium und Kleber. Kleber habe ich auch nirgendwo gesehen. Aluminiumdose habe ich schon gesehen. Nichts machen. Auch hier fehlt mir so einiges an Werkmaterialien. Okay, dann bleibt das halt so, wie das ist. Ja. Das ist alles heftig, heftig. Kochplatte, vielleicht kann ich die alle benutzen oder so. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich alles machen soll. Womit ich jetzt anfangen soll, ganz ehrlich gesagt. Einmal kurz. Muss mal einmal ins Menü.
als nächstes? Das ist die Frage. Sag bitte. Also bling, bling, bling. Geh nach Hause. Soll ich nach Hause gehen? Soll ich nicht nach Hause gehen? Ich weiß ja nicht, ob ich damit jetzt gerade noch schon zurechtkomme. Gehen wir einfach mal. Das ist mein Charakter. Oh, jetzt habe ich doch hier ein Baumenü. Und jetzt könnte ich auch hier so ein bisschen Sachen abbauen. Das auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, warum es jetzt schon geht. Wir gehen. Was ist das? Bewegt sich was. Was ist das? Das nicht. Ist das Cotsworth? Cotsworth? Ja, ist denn das die Möglichkeit? Du bist es wirklich. Cotsworth? Du bist noch da? Also, könnten andere auch noch am Leben sein? Natürlich bin ich noch da. Ein bisschen Strahlung kann dem Prunkstück von General Atomics International doch nichts anhaben. Aber Sie wirken mitgenommen. Ihre Frau sollte Sie in diesem Zustand lieber nicht sehen. Wo ist sie überhaupt? Das Bett klärt sich gerade auf. Ja, meine Frau. Naja. Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte mir jemand meinen Sohn wegnehmen? Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Was? Essen? Ja, klar. Ich muss kurz nachdenken. Dann bin ich gleich wieder da. Ja, schauen wir uns mal das Haus an. Perfekt. Ja, Grognak der Barbar gefunden. Du hast eine Ausgabe von Grognak der Barbar gefunden. Kritischer Treffer bei Waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen Dauer 5% mehr Schaden. Das nehmen wir mit. Ich komme, Kumpel.
Ja, ich werde ihn wohl finden müssen. Was liegt da? Ah! Das Du bist Spezialbuch. Ja, damit kann ich ein Attribut von mir verbessern. Ich glaube, ich nehme die Stärke. Weil ich hinterher in den Nahkampf möchte. Nein, ich bin doch hier, Kotzi. Wo bist du denn, Kotzwürst? Hier draußen. Hey, Cotsworth. Sir, ich habe nachgedacht. Ihre Lieben verstecken sich vielleicht nur vor der roten Gefahr. Die rote Gefahr. Du machst wohl Witze. Ich habe eine Idee. Suchen wir das Viertel ab. Ihre Frau und der kleine Sean, sie sind immerhin auch meine Familie. Das bringt doch nichts. Hier ist nichts mehr übrig. Alles ist fort. Wenn Sie in unbekannte Gefilde aufbrechen möchten, nur zu. Ich werde das Viertel während Ihrer Abwesenheit bewachen. Ach, was für richtig jetzt. Schrottkiste. Blöde Schrottkiste. Ich verschwinde hier. Aber vielleicht finde ich hier noch ein bisschen Beton, was ich mitnehmen kann. Da haben wir was. Das nehmen wir mit. Hier diese Mauer. Die bauen wir ab. 6 Beton. Ich glaube, das hat das in die Werkbank getan. 7. Da haben wir schon was drin. Stahl nehme ich auch mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das Holz nehme ich auch mit. Plastik, Handschellen, Federschraube, Schrauben, Aluminium und Schraube. Das nehme ich alles mit. Ich verschwinde hier. Lasse das Viertel hinter mir. Ja, auch langzeittechnisch werde ich versuchen, so ein bisschen Atmosphäre herzustellen. Also nicht wundern, wenn ich mal still bin. Wir einfach nur ein bisschen langsam durch die Wege laufen, weil... Ist ja unlogisch, wer rennt denn den ganzen Tag? Macht doch keiner. Ja, wir kommen jetzt, ich habe ein bisschen was an Baumaterialien auf jeden Fall erwirtschaftet. Und wir gehen jetzt mal zurück. So. Denn hier wollte ich mich einnisten. Das Viertel ist... Es erscheint mir unlogisch, da zu bleiben.
Da hält mich nichts. Hier so eine kleine Wasserpumpe werde ich mir hinsetzen. In der Hoffnung, dass sie nicht so viel unerwünschte Leute anlockt. Ich setze mir die. Ja, so. So hier hin. Okay. Dann ist ja gut. Funktioniert. Ich habe Wasser. Das ist schon mal eine schöne Sache. Kein sauberes Wasser, aber Wasser. Ist schon mal ein Anfang. Vielleicht hier werde ich mich einnisten, denke ich. Fürs Erste. Und dann schaue ich mal weiter, wie es weitergeht. Räumen wir mal ein bisschen auf. Ja, alles Baumaterialien. Das kann ja alles weg. So. Oder ein bisschen was aufgeräumt. Hier mal den ganzen Schrott ins Lager. Das ist schon so einiges, was ich jetzt gesammelt habe. Ein bisschen Stahl auf jeden Fall. So fürs Erste ganz nett. Liegt hier sonst noch hier? Nee, nur Schrott. Gut. Ja, den Ehering von meiner Frau. Nämlich mein Ehering. Das lasse ich hier. Trag keine Brille. Danke, ich habe gute Augen. Meine Wahrnehmung jetzt noch ein bisschen verbessern. Aber ich merke gerade, ich müsste noch mal an den Dynavision ein bisschen was schrauben. Dass alles schön ist. Weil ein bisschen zu stark noch ist für mich. In der Stärke. Das gerne ein bisschen smoother haben, alles. Gehe ich mal weiter runter. Sagen wir gut 40% nur. Sehe ich noch ein bisschen in die Ferne zumindest. Aber auch nicht zu viel, denke ich. Mir ist aufgefallen, mir die Bäume flackern ein bisschen. So oben in den Spitzen. Da jetzt nicht, aber davor jetzt da schon. Da muss ich noch mal ein bisschen einstellen. Auf jeden Fall schon krass von der Grafik. Finde ich hübsch. Ja, na, könnte ich jetzt hier, das sind neue Betonwände und sowas mit, die sind dazugekommen. Da werde ich auch noch einiges bauen, aber Beton habe ich halt nicht genug, dass ich da jetzt eine ordentliche Struktur hochziehen kann. Hier habe ich kann ich schon einen Motor bauen? Was fehlt mir? Keramik. Keramik habe ich doch irgendwo gesehen. Eine Tasse oder irgendwas. Irgendwas Keramisches habe ich gesehen. Und du blockierst mir den Weg. Erstmal das Ding hier. Das ist kaputt. Das kann ich erstmal weg. 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 Gun weg. Gun weg. Gun weg. Gun weg. Ist da was drin? Ui. Superkleber. Den Kleber gefunden. Vielleicht kann ich eine Waffe umbauen. Das Gewehr will ich umbauen. Gehärteter Verschluss. Kalibrierter, schwerer. Gibt immer am meisten Damage durch die gehärtete, ne? Dann machen wir das eher für die Pistole erstmal. Was? Schweren Verschluss für die Pistole. 18? 18, 19.
ist die Frage. Diese 38er will ich mehr Munition finden. Das kleinste Kaliber, so gesehen. Das wertfreiste Kaliber. Ich glaube, ich werde erstmal an der Waffe hier rumschrauben. Hier so was. Ja, auf Nahkampf eigentlich ausgelegt. Das wäre nicht so schlecht. Ich da ein Bajonett dran hau. Ja, komm. Ein Bajonett wie meine Waffe. Gibt 7 Erfahrungspunkte. Und das war's auch schon, wenn ich bauen kann. Waffe habe ich auf der 3. Und ich jetzt. Kann ich so zustechen. Nicht ganz cool. Keramik. Hier noch ein altes Klo rum oder irgendwie sowas. Eine Nuka-Cola. Leere Milchflasche. Ihr könnt aus, ist sie aus Keramik oder aus Glas? Das ist die Frage. Jetzt muss ich, ah, da. Tassen. Ideal. So. Dann kann ich nämlich hier so ein bisschen Strom, glaube ich, auch bauen. Kann ich auch irgendwas zur Verteidigung bauen? Ich will nicht, dass ich hier überfallen werde. Was brauche ich dafür? Schaltkreise. Da müsste ich ja hier drin finden, in diesem Ding. Oh, da ist was. Arschlöcher, den stelle ich mal hier rüber. Und den Schraubenschlüssel auch. Dass hier nicht so, dass das so leergefegt aussieht. So. Ja. Ui, da finden wir mal einiges. Stahl, Gummi, Sicherung, kaputte Glühbirnen, benutzte Ölkönnen, Vakuumröhren. Aber keine Schaltkreise. Na, dann lasse ich dich hier stehen. Ich brauche nur Schaltkreise. Schaltkreise. Der Computer, der alte, ne? Den muss ich mir den mal angucken. Der läuft ja sogar noch. Bekommen Robco Industries, bekommen bla 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 World Bucket Mitarbeiter. Serviceaufzeichnung für Oktober. Gehen wir mal gucken. Gucken wir mal. 1. Oktober. Bremsen vom 2075er Fusion Flare Supreme ausgetauscht. Okay, das ist total interessant. Monatsinspektion Voltec Vans. Keine größeren Probleme, aber der Vertreter ist ein echtes, hochnäsiges Arschloch. Okay. Ich habe mit der Arbeit an einem neueren Motorrad begonnen, Vorkriegsmodell, was zuerst aussah wie ein verklemmter Gashebel, hat sich als ernsthaftes Problem mit der Verkabelung herausgestellt. Die Kabel sind fast alle überaltet. Ich tausche sie durch Kabel aus Platin aus. Ja, okay. Teures Motorrad wird das. Kühldeck in einem der neuen 2077er Courage Coupé Transportfahrzeugstellen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Okay. Soll das nicht so auch? Atomare mit Lichtmaschine vom 2073er. Eine atomare Lichtmaschine. Ist ein bisschen neue Ausrüstung, was da geht. Muss mich etwas in der Zentrale anlegen, aber wir haben endlich alle Werkzeuge, um selbst unsere Teile herzustellen. Wenn wir den Hisma den Gurtverschluss ändern, müssen wir also nicht wieder die teuren Kovirga-Teile bestellen. Wir nehmen einfach einen. Einfach einen von denen, die wir haben, und passen den dann an. Okay. Rosafarbene Restaurierung. Die Witwe Rosa Sanctuary Hills restauriert zusammen mit ihrem Sohn einen alten Corvega. Hübsch. Der Junge scheint etwas verzogen, aber das ist wohl der Grund dafür, dass sie dieses Projekt mit ihm durchzieht. Wem auch sei, sie hat das bisher verdammt gut hinbekommen. Ich war echt überrascht, wie viel sie mit dem Jungen allein geschafft haben. Sie sind zu mir gekommen, weil der Motor noch etwas so kompliziert für sie war. Ich bin sicher, wir können ihnen helfen. Okay. Sichere Verwahrung. Jim, kümmere dich um diese Fässer, bevor sie heute Abend Schluss macht. Prüfer kommen direkt morgen früh. Versteck sie einfach bei den anderen. Wir legen dann später dann eine längerfristige Lösung. Hey, und wenn du... Wenn uns die Natur mit einer Höhle direkt unter den Laden beschenkt, wie kann ich da Nein sagen? Okay, hier gibt es eine Höhle unter dem Laden.
Das ist schon mal ein netter kleiner Hinweis. Deswegen lohnt es sich, solche Sachen auch mal zu lesen. Ja. Ich will hier auseinander. Moment. So. Müsste ich jetzt Schaltkreise eigentlich hier bekommen haben? Kann ich hier mein Schlafzimmer weiter ausbauen? Schlafzimmer. So. Nee, habe ich aber nicht bekommen. Für nochmal Schaltkreise. Was ist hiermit? Ich will jetzt nicht einfach alles. Den Toaster nehmen wir auseinander. Ich glaube, Toast werde ich hier wohl nicht mehr braten. Reifen weg. Noch mehr Reifen, noch mehr Reifen. Eine Dose. Ups. Ich wollte das eigentlich nicht. Jetzt ist es weg. Was weg ist, ist weg. Okay. Hier, Telefon. Schaltkreise! Okay, kann ich hier diesen Geschützturm bauen? Damit mich keiner angreift. Einmal. Und hier hinten bei meinem Wasser baue ich auch noch ein. Soll hier bloß keiner ankommen, meinen, der kriegt hier Wasser umsonst. Mir gibt's gar nichts. Ist nur einer auf dem Sack. Ja. Das ist doch schon mal was. Das läuft ganz gut. Und ich denke, da machen wir nochmal eine kleine Pause. Ja? Meine Freunde. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Lasst mir ruhig ein Follow da, beziehungsweise ein Abo. Schaut auf meinen anderen Kanälen auch mal rein. Ja. Vielen Dank fürs Schauen. Ich mache nachher nochmal weiter. Denke ich, da wird heute noch was kommen. Gleich auch nochmal direkt einen Anschluss, aber jetzt ein kleines Päuschen für mich. Kleines Bubu. Bis später dann. Und vielen Dank.